Sehr geehrte Damen und Herren, die ÖBB-Infrastruktur treibt schon seit Jahren bzw. Jahrzehnten das Thema Automatisierung bzw. Digitalisierung voran. Stellvertretend stehen hier unsere Themen wie Betriebsführungszentralen, der Einsatz des europäischen Zugsicherungssystems ETCS, aber auch unser zentrales Traffic-Management-System mit optimiertem Konfliktmanagement. Die adaptive Zuglenkung bzw. ATO, wie ist der nächste Schritt in Richtung Vollautomatisierung, ist der nächste Schritt Richtung digitaler Abbildung unserer Infrastruktur. Bevor wir in die Gliederung von ATO im Schienenbereich kommen, gehen wir noch auf zwei Begrifflichkeiten bzw. Definitionen im ATO-Umfeld ein, nämlich das Thema automatischer Zugverkehr und autonomer Zugverkehr. Für uns eine sehr wichtige Unterscheidung. Automatischer Zugverkehr noch immer mit einem gewissen manuellen Anteil, autonomer Zugverkehr vollkommen ohne menschliches Zutun. Ungeachtet dieser zwei Ausprägungsstufen ist es für uns sehr, sehr wichtig, die Netzwirkung in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, wir optimieren nie einen einzelnen Zug aus, sondern immer im Kontext des betrieblichen Zustandes, des betrieblichen Wirkens am Netz selbst. Das heißt, die gesamtheitliche Netzsicht bei allem, was wir tun, ist uns heilig. Automatic Train Operation. Was versteckt sich dahinter bzw. wie ist das gegliedert? Unter den vier Grade of Automation Levels versteckt sich einerseits das Level 1 mit der manuellen Tätigkeit noch immer, mit Informationen, die wir zutun. Ab Level 2 sprechen wir von einem automatischen Zugbetrieb und ab Level 4 vom vollautomatisch autonomen Zugbetrieb. Da wir hier nicht nur von Technik sprechen, haben wir viele weitere Dimensionen, die für uns wichtig sind. Vor allem herauszuheben ist hier der gesetzliche Rahmen, den wir brauchen, vor allem auch Standardisierung, Harmonisierung, Vorgaben aus Europa, die TSI, technische Spezifikation für Interoperabilität, ist hier zu nennen. Warum ist das für uns so wichtig? Denken wir uns den Umgang mit unseren Partnern. Das heißt, wenn wir einen Zug übergeben oder übernehmen, der mit ATO geführt ist, müssen wir natürlich mit unseren Systemgrenzenpartnern, mit unseren Partnerverkehrsunternehmen die gleiche Sprache sprechen, den gleichen Umgang haben zu diesen Themen. Was ist nun die adaptive Zuglenkung bzw. ATO? Die adaptive Zuglenkung entspricht in Wirklichkeit dem ATO Level 1, also sprich Informationsfluss noch mit manueller Tätigkeit. Hier ist die Weitergabe von zentral berechneten Fahrempfehlungen aufs Assistenzsystem der Triebfahrzeugführerinnen Bestandteil. Das heißt, die Informationen kommen auf das Assistenzsystem, die Abwicklung, das Bremsen, das Fahren selbst liegt noch beim Zugpersonal am Führerstand. ATO ab Stufe 2 ist dann wirklich sozusagen die Sprache mit einer Fahranweisung, mit einer direkten Einwirkung aufs Fahrzeug. Der sogenannte steuernde Durchgriff von der Infrastruktur bis hin in die fahrzeugtechnische Ära. Das Ganze setzt sich aber noch weiter zusammen. Das heißt, mit der Implementierung von ATO werden wir auch im Bereich unseres Traffic Management Systems weitere Automatisierungsschritte, weitere Optimierungsschritte durchführen. Das heißt, ATO ist nicht nur für sich ein geschlossenes technologisches Gebilde, sondern besteht aus sehr, sehr vielen einzelnen Bestandteilen. Wo liegen wir jetzt? Im Vergleich auch Straße-Schiene. Ja, man sieht einmal die unterschiedlichen Level von Automatisierungsgraden, man sieht aber auch, dass wir im Eisenbahnwesen auch Unterscheidungen treffen können. Das heißt, isolierte Systeme wie S-Bahnen oder Metros oder wie auch die U5 in Wien sein wird, lassen sich eher autonomer betreiben aufgrund von der Homogenität und der Beschaffenheit, als wie Mischsysteme bzw. Hochleistungsverkehre, wie wir sie auf der ÖBB-Infrastruktur haben. Das heißt, wir müssen uns als ÖBB-Infrastruktur von Grund auf mit den ersten Layern, sprich Core Level 1, aufwärts nähern. Ja? Das heißt, wir haben einen evolutionären Zugang zu dem, wie wir den Ablauf und den Aufbau haben, aber einen revolutionären Zugang, die Themen im Einzelnen zu bewurzeln. Das heißt, die hier angeführten Punkte werden wir agil, werden wir mit Innovationen befüttern und versehen, nicht nur sozusagen unter den Zaun durchnaschen, sondern auch drüber schauen, durchgehen und schauen, was auf der anderen Seite des Zaunes ist und wirklich das Beste vereinigen, aber auch natürlich unseren Weg nicht verlassen. Das heißt, wir haben eine ganz klare Zielsetzung und einen ganz klaren Plan, wie wir das bearbeiten möchten. Ein weiterer wichtiger Bestandteil für uns ist natürlich alles, was rund um ATO passiert. Und hier zu nennen ist ein technologischer Partner und technologischer wichtiger Baustein, nämlich ETCS, das European Train Control System, ein europäisch spezifiziertes Zugsicherungssystem, das uns zukünftig, wie auch jetzt schon,
sozusagen die umhüllende, die sicherheitstechnische umhüllende für unsere Optimierung bieten wird. Das heißt, in Zukunft werden Sicherheit und Optimierung noch mehr verzahnt sein und noch mehr miteinander arbeiten und so ein gesamthaftes Bild für uns zeichnen können. Abschließend habe ich hier die Vorteile nochmal angeführt von ATO zu konventionellem Zugverkehr. Das heißt, die ist vielschichtig und man sieht, da sind einige Punkte drauf. Weiters zu erwähnen ist aber auch unsere Basis, die wir dafür brauchen. Und das ist nämlich der digitale bahntechnologische oder operative Zwilling. Das heißt, die Abbildung der betrieblichen und technischen Realität in unseren Systemen, in der Infrastruktur, so dass wir unsere Berechnungsmodalitäten ideal durchführen können. Ja, sozusagen die fahrzeugtechnische Spezifikation ist hier auch noch nicht angeführt. Das heißt, die Interaktion zwischen Fahrzeug und Infrastruktur soll zukünftig nicht nur klassischerweise mit Eisen auf Eisen erfolgen, sondern umso mehr in Zukunft auch in digitaler Form. Das heißt, Rad-Schiene-Interaktion digital neu denken und digital sozusagen über Grenzen hinausgehen, das ist unser Plan und den verfolgen wir und das ist unsere Zielsetzung. Herzlichen Dank.